efendim. Drei Bälle für den aufschlagenden Budapester, um das Resultat auf 5:3 zu verbessern. Noch zwei Bälle zum Spielgewinn. Jeu d'Arofi. Borg mène par 5 jeux à 3. Première manche. Aufschlag Borg, 5:3 Führung. Das sieht nach einem sicheren Satzgewinn aus. Gespielt in diesem ersten Satz sind 35 Minuten. Zwei Satzbälle für den Schweden. Balas Taroshi. Der erste Satz für den Schweden und der Rückhandcross, den wir in diesem Game sahen, ganz tief nach rechts unten, das zeigte uns, wie Björn Borg wieder in Form ist. Björn Borg rechts, links, der wahrscheinlich nachstudierende Balas Taroshi, der übrigens ja der Doppelpartner von Heinz Günthert ist. Auf dem Programm des heutigen Tages steht abends noch ein Spiel. Taroshi Günthert gegen die Sieger aus McNamara, McNamee oder McNair, Ankh Pfister.
der Gegner von Heinz Günther zusammen mit Daroschi, der Weltruf Stoppelle, wir im ersten Satz bis jetzt nur einmal zu Beginn des Spiels sahen, aber Borg hielt den Budapester ständig unter Druck. Er hatte mit sich selbst genügend zu tun, um nicht allzu viel an Fantasie einspielen lassen zu können. Beginn des zweiten Satzes, erster Satz 6:3 für Björn Borg und zum Aufschlag kommt Daroschi. Drei Bälle zum 1:0 im zweiten Satz. Noch ein Ball, um zu punkten. Ja, die drei Möglichkeiten sind vorläufig weg. Alles kann von vorne beginnen. Führt sich beide im ersten Game des zweiten Satzes. Daroschi musste sich diese erneute Möglichkeit schwer erarbeiten. Vorteil für den Budapester. Daroschi hatte die Varianten gewählt,
den Rhythmus zu verändern, zwischendurch die Bälle anzuschneiden. Vorerst ließ sich Cézannes, liebe Tennisfreunde, Björn Borg nicht beeindrucken, aber dann kommen doch Fehler. Ein Fehler kam und der Schwede gibt das Spiel ab zum 1:0 für Tarosi. Jetzt haben wir bei euch in der Kabine der Herr Dr. Stojan. Der Herr Dr. Stojan, der sich mit jungen Leuten im Tennis beschäftigen tut, hat heute natürlich Junioren und Juniorinnen, heute und Junioren gestern verfolgt. Herr Dr. Stojan, was haben Sie gesehen und wie ist es unseren Leuten gegangen? Ich habe einige gute Nachrichten und einige nicht so gute Nachrichten. Gute Nachrichten sind die, dass Karin Stampfli gestern sehr gut gespielt hat gegen die Kanadierin und gewonnen in zwei Sätzen ganz glatt. Und zweite gute Nachricht ist vom Mark Krippendorf, der gegen Nummer 1 gespielt hat in der ersten Runde gegen Amerikaner Arias, der schon mehrere Matches gewonnen hat. Über das Arias-Spiel können wir dann sprechen, wenn dieses Game vorüber ist. Berechtigter Szenenapplaus für Tarosi. Das ist einer seiner stärksten Bälle. Der Volley-Stop, den beherrscht er. Hervorragend. Cross aus dem Platz herausgespielt. Von Björn Borg, wie man ihn selten sieht. Und Dr. Stojan hat auf ein Papier neben mir aufgeschrieben, gelbe Karte, das heißt Verwarnung. Einen Fehler, den Dr. Stojan nicht verstehen konnte. Aber es ist tröstlich, dass das auch einem Borg passiert. Obwohl die spielende Maschinen sind, also die Spieler, was geht auch. Gewalt. Schade um diesen verlorenen Breakball für Tarosi. Vielleicht hätte das dem Spiel etwas mehr Anspannung gebracht. Aber eben in solchen Situationen kommt dann die Klasse von Björn Borg.
Das ist der Ball, den ich vorhin ansprach. Das ist ein Ball, wo es stoppt, denn sonst Daroschi sehr gut beherrscht. Aber eben mit dem Schnitt von Borg ist das schwer. Und damit 1-1. Erster Satz 6-3 für Björn Borg, 1-1 im zweiten Satz und Aufschlag Daroschi. Der Hauptplatz hier im Roland Garros ist auch heute Nachmittag praktisch ausverkauft. Das hat natürlich seinen guten Grund, weil im nächsten Viertelfinale die große französische Attraktion läuft. Das ist das Spiel von Yannick Noah gegen Victor Petschi. Wieder berechtigter Beifall für Balázs Daroschi. Nach seinem guten Aufschlag nach vorne, Daroschi hat jetzt zweimal sofort Volley abgeschlossen, nach gutem Aufschlag, das ist seine Chance. Und 1-2 Führung für 2-1. Sie hören es vom Schiedsrichter. Nun, Herr Stojan, ich glaube, etwas Erfreuliches ist doch zu berichten. Sie sagten gute Nachrichten, schlechte Nachrichten. Die gute Nachricht ist sicher das Spiel von Krippendorfer gestern. Was können Sie unseren Zuschauern über dieses Spiel sagen? Zu diesem Gegner. Arias ist Nummer 1, Junior Nummer 1 von Amerika. Er hat schon in diesem Jahr in Japan ein ATP-Turnier gewonnen, $25.000-Turnier bei den Erwachsenen. Mark hat mit viel Respekt angefangen, aber dann hat er sich gesteigert. Er hat sogar im zweiten Satz zwei Satzbälle gehabt. Und dann ist passiert etwas, was ich immer bei den amerikanischen Tennisspielen bewundere. Beim ersten Satzball hat der Arias ein Ass geschossen. Beim zweiten Satzball hat der Passierschlag genau auf die Linie gespielt. Einige sagen, das ist Glück. Andere sagen, das ist Selbstvertrauen und Kampfgeist. Ich glaube, ich bin für die zweite Beurteilung. Nicht nur einfach Unbekümmertheit, sondern auch Kampfgeist. Jawohl. Aber trotzdem, Mark Rippendorf wie sein Spiel, auch Marcel Schuller, der hier auch dabei ist, sind zwei Spiele, die nur sehr wenige Turniere bis jetzt einfach gespielt haben, so ein großes Turnier noch nie. Und die sammeln Erfahrungen und die haben einfach die Augen offen und schauen, wie die
guten Spieler trainieren und wie sie spielen. Die waren begeistert auch im Training von den großen Spielern. 2:1 Führung im zweiten Satz für Balázs Tarasi, nachdem Björn Borg den ersten Satz mit 6:3 gewann. Ich glaube, das gibt uns doch Gelegenheit, weil Herr Dr. Stojan Beckbus noch etwas mehr über diese Spiele der Jungen aus der Schweiz zu sprechen. Ich war heute Morgen dabei, ich musste dann allerdings weg, als Claudia Pasquale mit 4:1 in Führung lag im ersten Satz oder 5:1 sogar. 4:1 hat sie geführt. Und dann, was ist dann passiert? Sie hat 3 Satzbälle noch gehabt, Claudia Pasquale. Ich möchte nur sagen, ich bin hier nicht nur mit den Junioren, ich habe alle Spieler einfach zu betreuen. Wahrscheinlich bin ich hier gekommen mit zu vielen, zu großen Erwartungen. Ich habe die Mädchen, die Kadermädchen, lange nicht gesehen. Ich war ein bisschen enttäuscht. Sagen wir von allen 4. Ich weiß, dass sie besser spielen können, als sie hier in Paris gezeigt haben. Und eben Claudia Pasquale leidet längere Zeit an Mangel an Selbstvertrauen. Und das war wahrscheinlich der Fall. Eben, ich habe jetzt gesagt, der Amerikaner hat ein Ass geschossen, Claudia Pasquale beim ersten Satzball ein Doppelfehler gemacht. Das ist der Unterschied. Herr Dr. Scholler, das wissen Sie so gut wie wir, die beim Sportfeld dabei sind. Das ist eben nebst der Klasse die Unbekümmertheit, die viele Amerikaner im Sport auszeichnet. Für Sie ist einfach eine Situation praktisch nie verloren. Sie haben, ich will das wüste Wort Kinderinstinkt nicht unbedingt hochstellen, aber so etwas haben Sie einfach. Und das geht unseren jungen Leuten vielfach ab. Kann man so etwas nicht lernen, trainieren, oder? Ich würde nicht alle in einen Sack stecken. Ja. Auch unsere Spieler, auch wir haben einige junge Spieler, die diesen Killerinstinkt oder Selbstvertrauen haben. Unterdessen 2:2, Sie haben es gesehen, liebe Zuschauer, und Aufschlag Tarasi. Wir können weiterreden. Aber eben die Amerikaner, vor allem die Sportler im Allgemeinen und die Tennisspieler auch, weil Tennisspiel ist Individualsport. Vielleicht hängt das zusammen mit der Erziehung, mit den Bedingungen in Amerika und auch historisch sehe ich das auch aus der Geschichte. Die müssen viel durchmachen. Ist das Wort richtig von mir, wenn ich sage, die müssen härter um etwas kämpfen als bei uns? Ich glaube, Sie haben sicher recht. Ich habe schon kommen wir jetzt noch zu den älteren Spielerinnen. Ja. Wir hatten das Turnier in Lugano mit Christine Scholissin, mit Petra Delhes und mit Isabel Billiger. Meiner Meinung nach hat man nicht all das gesehen, was man hätte sehen können. Fällt auch hier, ich glaube nicht, dass es am Können fällt auch hier etwas an der Einstellung? In der Richtung, dass die noch Reserven haben im Training und auch in Einstellung im Match. Wenn ich konkret sprechen kann, ganz kurz, zu den 3 oder 4 Mädchen. Christian Jolissen hat so eine schlechte Leistung gehabt, wie bei ihr ab Juniorenzeiten nie gesehen. Sie war psychisch sehr schwach und sie hat auch taktisch sehr schlecht gespielt gegen Petra. Sie wissen, sie hat 6:0 in 31 Minuten verloren und auch taktisch hat sie schlecht gespielt. Wir wissen, dass eine der wichtigsten taktischen Regeln im Tennis ist, spiele das, was der Gegner nicht liebt. Ja, und sie hat genau alles gesprochen, hat sie auf Petras Vorhand alles gespielt und ja, Petra konnte machen, was sie wollte. Ja. Und das war wahrscheinlich auch für Petra nicht gut. Im nächsten Match hat sie von mir auch ein bisschen nicht so dynamisch gespielt, nicht so entschlossen gespielt, wie sie spielen sollte. 2 Beispiele. Im zweiten Satz könnte sie noch einfach das Blatt wenden, umdrehen. Sie hat durch Angriffstennis 2-mal in 2 Games 40-0 geführt und dann ist sie wieder zur Grundlinie spielt, zum Grundlinienspiel zurückgekommen und diese 2 Games verloren. Also dort war schlechte Taktik von mir aus gesehen. Leider kann man hier auf solchen Turnieren, überhaupt auf internationalen Turnieren, kann man nicht coachen während des Matches. Aber ich habe vorhin doch ein Wort aus Ihnen herausbekommen. Sie sagten Reserven im Training. Ja. Ich kann etwas beurteilen, wie die Mädchen trainieren. Weil Sie wissen, ich spiele auf einer Anlage, die teilweise
von den Trainern mit den Jungen gebraucht wird, also kann das übersehen. Ich weiß, wie intensiv und wie hart das von Ihnen aus gearbeitet wird, auch vom Stadler aus. Jetzt ist Andreas Chimeno für die Mädchen da. Ich habe das auch in Lugano beobachtet. Und ich bin eigentlich erstaunt, wenn ich vor allen Dingen Ihre intensive Arbeit ja seit Jahren kenne, dass man sagen muss, da sind noch Reserven im Training vorhanden. Das ist für mich ein hartes Wort, Herr Stojan. Ich weiß, Sie kennen Sie, Sie sagen das nicht leicht hin. Ich erkläre das, vielleicht versuche ich das zu erklären. Wenn Sie Konrad beobachten beim Training, dann haben Sie so ein Gefühl, er sagt sich vor jedem Schlag, sagt er sich, nach diesem Schlag muss ich besser Tennis spielen als vorher. Und ich glaube, hier haben wir noch ein bisschen bei unseren Spielen, ich würde auch ohne weiteres Heinz Windhardt einschließen in diese Beurteilung, haben wir einige Reserven. Ich wollte gerade auf Heinz Günther kommen, auch zu ihm sicher ein Wort von Ihrer Seite, Herr Stojan. Gegen José Luis Claire sicher ein Weltklassemann unter den ersten 10, rangiert in der Welt. 7-5, 7-5, zwei Longsets, wenn Sie so wollen. Dann ein für mich typischer Günther-Abfall zum 6-1 im dritten Satz. Und war das nicht so? Nein, das ist nicht so. Das ist nicht so. Heinz hat in diesem Match also viele Chancen in den ersten zwei Sätzen. Er hat 5-3 geführt, bei Genauschlag 30-15 noch geführt. Er ist, ich will ihn nicht entschuldigen, aber er ist zu diesem Match gekommen mit einer Zerrung. Er hat mit einer Bandage gespielt, dann ist er Anfang des dritten Satzes umgestürzt auf dem Platz und das hat sicher ihm nicht gut getan. Also hier würde ich ihn nicht entschuldigen, aber so war das. War also, ist Lobendes über Heinz Günther in seinem Spiel zu sagen in diesem Moment? Ich würde mich darüber freuen. Heinz ist mein Spieler, ich habe mit ihm viele Jahre, jeden Tag viele Stunden gespielt und ich bin gerne mit Heinz, aber ich glaube, er hat auch Reserven, ich versuche das wieder zu erklären. Wenn wir die großen Spiele sehen, jetzt zum Beispiel Gorff und Tarocci, man sieht, dass hinter jedem Schlag Millionen von Schlägen im Training stecken. Ja. Und wenn ich das kurz sagen möchte, beim Heinz fehlen vielleicht einige hunderttausend Schläge noch. Einige hunderttausend Schläge. Er ist talentierteste von allen, würde ich sagen. Ich habe anlässlich des Madison Square, im Madison Square Garden, anlässlich des Masters Turniers, hatte ich Gelegenheit, an einem Morgen die 8 Spitzenspieler beim Training zu beobachten. Und ich habe gesehen, dass eine halbe Stunde lang der gleiche Ball ganz stur geübt wurde. Ist das mit ein Weg? Da braucht man der Wille dazu. Es braucht, wie Heinz ist ein anderer Typ als die Maschinen, wie ich gesagt habe. Clerc ist eine Maschine, Borg ist eine Maschine, Konrad ist eine Maschine. Ja. Heinz ist ein Spieler mehr in diesem Typ von Yannick Noah. Wir werden ihn sehen in einer Stunde vielleicht. Ja. Das ist ein dynamischer Typ, das ist ein Künstler mehr. Er wird nie so hart arbeiten und er braucht auch nicht so hart arbeiten, aber ich glaube, es steckt noch eine Reserve, würde sagen, nicht nur in der Technik, einfach zur Stabilisierung der Schläge. Die müssen mehr stabilisiert werden, sodass man auch um Mitternacht den Schlag durchführen kann, erstens. Zweitens, von mir aus könnte er noch schneller sein und beweglicher. Ich glaube, ich meine vor allem die Beweglichkeit von Hüften. Es freut mich zu hören von Ihnen, Herr Stojan, dass trotz Verletzung er ein gutes Spiel mit 7-5, 7-5, kein Günther-Abfall in diesem Moment, im dritten Satz. Gut, noch ein kurzes Wort, was mich doch interessieren würde. Ich hatte letztes Jahr und auch dieses Jahr zusammen mit meinem Kollegen Marcel Mayer Gelegenheit, das Junior-Turnier hier etwas näher anzusehen. Und für mich, Marcel Mayer ist damit einverstanden, da ist eine Bewegung eigentlich von Südamerikanern festzustellen, die talentiert sind, die alle Schläge können, die auch Kämpfernaturen sind, aus Amerika, vor allen Dingen aber auch aus Südamerika. Eine Zusammenfassung dieser Junioren, was stellen Sie fest, Herr Stojan? Es sind Zehntausende mindestens junge Spieler, die versuchen an die Spitze ranzen. Also anders gesagt, keine Nation schläft in diese Richtung und selbstverständlich in der Schweiz müssen versuchen, noch besser das zu machen. Und vor allem glaube ich, bei der Talentauswahl, wir müssen die richtigen Typen suchen, nicht nur Bewegungstalent, was eine Voraussetzung ist, sondern auch sogenanntes Talent im Wettkampf. Das heißt, die Spieler, die
nicht nur im Match hart kämpfen wollen, sondern auch im Training sich quälen können. Herr Dr. Scheuern, recht herzlichen Dank für dieses Gespräch. Wenn man auch etwas zwischen den Wörtern mithört, hat man vieles gehört von Ihnen heute Nachmittag. Alles über alles gesehen, heißt das nichts anderes als harte Arbeit wahrscheinlich. Ich möchte nur ganz kurz zum Schluss sagen, vielleicht habe ich zu pessimistisch gesprochen oder ist das zu pessimistisch ausgegangen, aber so pessimistisch ist das nicht. Wir haben heute in Paris in diesem Jahr 3 Spielerinnen direkt im Haupttableau. Wir haben 4 Junioren in Paris. Es sind nur wenige Nationen, die so viele Spieler direkt im Turnier haben. Also in diese Richtung haben wir Fortschritte schon gezeigt, aber ein Trainer sollte nicht zufrieden sein und Nationaltrainer sowieso nicht. Ja, danke vielmals, Herr Stojan. Ich sage das noch zum Abschluss. Ich meinte, es benötigt noch viel harte Arbeit, weil ich seit vielen Jahren Ihre Arbeit verfolgen kann und weil ich weiß, dass Sie nicht nur Ihr Können in das Ding investieren, sondern auch ein großes Stück Herz. Herzlichen Dank, Herr Dr. Stojan. Nun wieder zum Spiel, 2-2 und ein beinahe epischer Kampf um die 3-2 Führung zwischen Björn Borg und Balázs Tarossy. Avantage, Borg. Nun, nach diesem langen Hin und Her hat es also der Favorit doch geschafft. 3-2 Führung im zweiten Satz. Nun, Björn Borg hatte zu Beginn dieses Jahres, nachdem er das Masters-Turnier in New York gewann, das heißt das Turnier der letzten 8 der besten 8 der ATP-Rangliste, also die letzten 8, die für dieses Turnier noch verblieben sind, da hatte er eine Phase, er wurde verletzt, da hatte er eine Phase, die dann den Schweden zurückwarf. Er verlor am Turnier in Brüssel in der zweiten Runde bereits gegen den Deutschen Rolf Gehring, verlor in Mailand das Endspiel gegen McEnroe, verlor in Monte Carlo in der ersten Runde gegen Victor Pecci. Das sind doch einige Resultate, die aufhorchen ließen und Borg war verletzt und musste sich zur Pflege zurückziehen. Hier hatte er Gelegenheit, sich einzuspielen. Lopez Maeso, Motta, Dorr und Mohr, das waren seine Gegner. Keinen einzigen Satz hat er abgegeben. Den Satz, den ich vor einer knappen Stunde ansprach, das betraf natürlich Tarossy. Aber Björn Borg hat keinen einzigen Satz abgegeben. Er ist hier der große Favorit, die Nummer 1 in der Welt, auch die Nummer 1 gesetzt in diesem Turnier. Und da hatte Björn Borg Gelegenheit, sich wieder einzuspielen. Und in diesem Spiel bis jetzt gegen Balázs Tarossy haben wir gesehen, dass er sich ganz ordentlich von seinem Tief erholt hat. Er macht hin und wieder Fehler, die sonst nicht üblich sind, aber in der Regel sieht man jetzt wieder alles, was Björn Borg auszeichnet. 3-2 Führung im zweiten Satz, erster Satz 6-3, alles für den Schweden. Gaz à zéro.
0. Quarante-zéro. Jeu, bord, qui mène par quatre jeux à deux, seconde manche. Quinze zéro. Second terme. Zéro. Er freut sich über diesen Linienball. Drei Bälle zum 4:3. Das war der Beifall für den Ungarn, die Basis zum Erfolg in diesem Game, wie bei allen Spielen, die Darossi macht. Das ist sein starker Aufschlag und auch einige Male bis jetzt haben wir seinen guten Passierball, eben den Ball, den er vorhin zum Abschluss des Spiels spielte, gesehen. Darossi ist ja technisch ein kompletter Spieler und er beherrscht etwas sehr gut, das sind die Rhythmuswechsel, auch das Wechseln des Schnittes in den Bällen, vom Topspin zum Slice oder vom überrissenen Ball zum unterschnittenen Ball. Das sind Dinge, die der Techniker Malas Darossi sehr gut beherrscht und die Resultate, die erzielte,
erzielte gegen Thomas Schmid aus der Tschechoslowakei die Nummer 20 der ATP-Liste. Das ist ein gutes Resultat. Balázs Staroši ist ja die ATP Nummer 17 und ist in diesem Turnier als Nummer 15 gesetzt. Total sind 16 gesetzt und Balázs Staroši ist die Nummer 15. 4:3 Führung für Björn Borg im zweiten Satz, der jetzt aufschlägt. Yeah, that. Typischer Borgball. Trotz der großen Reichweite von Balázs Staroši. Und zwei Bälle für den Schweden zur 5:3 Führung. Das sind die ungewohnten Fehler, die ich vor kurzem ansprach. Die ungewohnten Fehler für Björn Borg. Und ein Stand.
Avantage, Bord. Und wieder Spielball zum 5:3. Nun muss natürlich der Mann aus Ungarn unbedingt seinen Aufschlag durchbringen. Sonst ist der zweite Satz ebenfalls weg. 6:3, erster Satz für Björn Borg. 5:3 Führung für ihn im zweiten Satz. Und Aufschlag Taroschi. Hier das Resultat. Möglichkeit mit diesem Ball auf 5:4 zu kommen. Und jetzt muss diese Möglichkeit wieder erarbeitet werden.
Sie wieder die Möglichkeit? Sie sehen die vollen Ränge im Roland Garros. Ungefähr 18.000 Zuschauer sind heute Nachmittag da. Der Budapester zeigt tatsächlich alles, was er kann. Viele gute Bälle sind in seinem Spiel, vor allen Dingen dann, wenn ihm die Möglichkeit gegeben wird, ans Netz zu gehen. Für einmal das Bild auf dem Rückschläger, jetzt der Aufschläger, Taroshi. Sie auf den Schnitt des zweiten Balles. Bei der Einstellung, wenn die Kamera unten bleibt, sieht man das ganz deutlich, welch ungeheuren Schnitt im zweiten Aufschlag von Taroshi ist. Das ist ein Satzball für Björn Borg und man spürt es aus der Reaktion des Publikums heraus. Das Publikum steht weitgehend hinter Taroshi. Es anerkennt, wie schwer dieser Mann arbeitet an der Festung Borg. Er hat oft zu Recht Szenenbeifall. Fünf zu drei und Satzball für Borg im zweiten Satz. Zweiter Satz, 6 zu 3, genau wie der erste an den Schweden. Und die beiden spielen jetzt seit einer Stunde und 35 Minuten. Diese Zeit
oder dieser Zeitbedarf liegt so ungefähr im Normalschnitt eines Tennisspiels. Hier wieder die weitgehend mit wenigen Ausnahmen gefüllten riesigen Estraden des Roland Garros. Nun auf der Seite, der Tableau-Seite hier in Paris von Björn Borg, da wurde dem Schweden einiges leicht gemacht. Von 7 gesetzten Spielern mit Borg, auf jeder Seite sind es ja 8, aber von 7 mitgesetzten Spielern dieser Hälfte des Tableaus sind nicht weniger als 5 bereits ausgeschieden. Das sind Gene Meyer, der Amerikaner, dann Guillermo Vilas, der gegen Yannick Noah gestern verlor. Er musste noch beim Stand von 3:3 im vierten Satz antreten und er hat in den Spielen bis zum Gewinn des Matches das Publikum förmlich von den Sitzen gerissen, dieser Yannick Noah, der nach diesem Spiel dann gegen Viktor Pecci antreten wird. Weiter ausgeschieden auf der Seite von Borg, der Amerikaner Solomon, der Amerikaner Telcher und der Pole Fibak. Es sind nur noch 2 Gesetzte, eben der jetzt im Spiel als Gegner Taroshi und dann Yannick Noah. Yannick Noah, wenn er gewinnt gegen Pecci, der Sieger von Pecci Noah, der kommt aller Voraussicht nach auf Björn Borg, denn es ist kaum anzunehmen, dass Björn Borg diese gute Ausgangslage mit 2 bereits gewonnenen Sätzen noch weggibt. Aber eben auch ein Tennisspiel muss immer zuerst zu Ende gespielt sein. Beginn des dritten Satzes mit Aufschlag Björn Borg. Die ersten beiden Sätze je 6:3 an den Schweden. Er akzeptiert, von uns aus gesehen war der Ball noch auf der Linie. Wir sitzen ein wenig versetzt zur Seitenlinie, aber ich glaube, wir konnten es doch sehen, dass dieser Ball noch gut war. Borg zögerte auch einen Moment, aber Taroshi, das haben Sie gesehen, hat es akzeptiert. Das letzte Jahr war ja das beste Jahr für Taroshi. Er gewann Grand Prix Turniere in Hilversum, Holland und in Bastad in Schweden. Dasjenige in Hilversum in Holland hat er ja bereits 1978 und 1979 gewonnen. Er gewann ein Turnier in Genf, verlor das Endspiel in Brüssel, war er Halbfinalist in Gstaad und er war bereits 1976 hier im Viertelfinal, genauso wie heute 1981. Das erste Spiel im dritten Satz ging sehr schnell.
bei eigenem Aufschlag an den Schweden. Wenn man das Spiel der beiden jetzt über die beiden gespielten Sätze betrachtet, dann glaube ich, darf man sagen, dass Tarovsky sein erwartetes gutes Spiel spielt. Was bei Björn Borg, wenn er unter Druck kommt, aber wer kann das schon machen? Bis jetzt war er noch praktisch noch nie unter Druck in diesem Turnier, aber wenn er unter Druck kommt, dann gibt es doch Fehler beim Schweden. Fehler, die man bei dieser Maschine, ich gebrauche jetzt das Wort von Herrn Steuern, was man von ihm ganz selten sieht. 1:0 im dritten Satz für Borg. Aufschlag Tarovsky. Berechtigter Applaus für diesen tief hinuntergedrückten Ball. Achten wir einmal darauf, ob die Kamera tief unten bleibt beim Aufschlag von Tarovsky. Wenn der Ball durchs Netz zu sehen ist, wenn die Einstellung bleibt, dann sehen wir den ungeheuren Schnitt, der auf dem Ball ist. Die Kameraeinstellung erfolgt hin und wieder so, dann ist es gut sichtbar. Was für ein Bogen! Linie, was für eine Bogenlinie der Ball ausführt, schwer zu nehmen und schwer, vor allen Dingen stark zu retournieren. Eine seiner Hauptwaffen, der Aufschlag. Alle Spiele, die Tarovsky macht, die haben die Erfolgsbasis im Aufschlag. So auch bei diesem Spiel, ebenfalls ein schnell gewonnenes Spiel, wie das jene von Björn Borg. Neue Bälle jetzt beim Aufschlag für Borg. Ein kleiner Vorteil für den Schweden. Wenn diese unterschnittenen Bälle nicht ganz kross aus dem Platz gespielt werden, und das tat Tarovsky einige Male, dann stößt sie Borg förmlich auf die andere Seite. Bewegung im Publikum, man zieht die Mäntel, die Regenschirme, wir hatten gutes Wetter heute, wie gestern, etwas kühler, aber plötzlich kommt Bewegung in die Leute, wir sehen noch nicht viel, wenn ich in die Bäume schaue vis-à-vis, dann sieht man leichte Regentropfen. Das große Pech der Organisatoren hier in Paris in diesem Turnier, vor allen Dingen letzte Woche, als das Turnier zu verschiedenen Malen abgebrochen, unterbrochen werden musste. 2:1 Führung jetzt für Björn Borg. Und die Organisatoren verfolgen die Wettersituation natürlich mit etwelcher Sorge, denn die Reserven sind, die zeitmäßigen Reserven, die sind zum schönen Teil aufgebraucht worden. Jetzt sieht man im Grünen doch ziemlich starker Regen.
Die Plätze können ja hier im Roland Garros abgedeckt werden. Das Spiel, die Linienrichter gehen auch von den Stühlen, das Spiel wird unterbrochen im dritten Satz beim Stand von 2:1 für Björn Borg. Hier noch die Wiederholung des letzten Balles. Man macht noch keine Anstalten, die Blachen herauszuziehen. Man bleibt noch Optimist. Wenn ich versuche, etwas höher aus der Kabine herauszusehen, dann ist an sich heller Himmel zu sehen. Keine dunklen Wolken, nur graue Wolken. Sicher keine Situation, die allzu schlimm ist, aber im Moment doch so, dass das Spiel unterbrochen werden musste. Die Spieler selbst.